jakke helt så til. Du kan godt piste jakke, og du piste sus og blæt over. Ah, das ist so schwer, aber ich muss nicht gut gucken. Ich habe so eine Bühne auf dem Kopf. Ja, aber. Na, Mann. Von vier in der geschossen. Ich kläre mal so einen Angriff, dann habe ich zwei hier das. Sie sind am Jägerstammtisch benannt und sagt einer, was stinkt denn da? So. Ich sag, das ist mein Hund. Schauen Sie unter den Tisch rein, ich sag, das ist gar kein Hund, nicht da. Katzack hat er gesagt, der ist, wenn man ihn braucht, dann ist er nicht da, der Hund. Haben sie am Jägerstammtisch, haben sie so, haben sie gesagt, einmal was anderes, so alte Filmtitel erraten. Pantomime, gell? Aus den 50er Jahren, nicht? Eine tut das so. Der Gästefilm, Frau, hat gesagt, das ist vom Winde verweht. Mhm. Sehr gut, gesagt. Zweite Dusche im Dorn, er hat gesagt, kennst du das? Ja, sagt, das ist die Faust im Nacken. Sehr gut. Dritte Jäger tut sich nicht sehen lassen. Pass aufs Hirschgeweih auf. Er hat gesagt, kennst du den Film an? Sagt er, nein, den kenne ich nicht. Sagt, das ist die Brücke am Geweih. Zwischen einem Jäger und einem Styropor. Okay. Ein Styropor sauft sich nicht an. Weißt du, wieso die Jäger einen Jägerstand haben? Ja, weil die Tüge so auf den Tor gingen. Mein Lieblingsjäger, wie es mir sehr kurz erzählt. Wollte auch nicht die Jagdprüfung machen, der war so deppert, der hat überhaupt nichts gewusst. Da hat der Prüfer gesagt, ich gebe dir nur eine Chance. Wenn du die Frage beantworten kannst, lass ich durch. Ich habe gesagt, das nicht. Er sagt, da kennst du einen Unterschied zwischen einem schwarzen Adler und einem Auerhahn. Ja, er hat gesagt, das weiß ich. Ja, und? Er hat gesagt, der schwarze Adler, der hat am Donnerstag gesperrt und da haben. Ja, bevor die Sonne untergeht, muss ich euch noch ein bisschen was aus dem Leben erzählen. Ich habe mir zu meinen 50er zwei Wünsche erfüllt. Ich wollte mit Waffengal nach Sizilien fahren, das habe ich geschafft. Und ich wollte ein Buch schreiben, das habe ich auch gemacht. Und ich habe sehr viel Theater gespielt. Das ist zum Beispiel aus dem Pazifa gekommen, das habe ich in Nirim gespielt. Und dann habe ich gespielt im Weißen Rössle, in Leopold und in My Fair Lady habe ich ein Doolittle gemacht. Und, ja, schöne Sachen. Ich bin Sänger seit 40 Jahren. Und habe dann meine Memoiren geschrieben. Zu meinem 50er, habe ich mir selber ein Gedicht gemacht. Ich hab's nur, wenn man es hinten nachher ein bisschen betrachtet, ob man alles richtig macht in dem Leben, beim 50er ist es meistens so weit. Ich hab's drauf, das ganze Leben ist ein Theater. Wenn du auf die Welt kommst, Mutter und Vater machen zum Tisch ein Theater. Oma und Opa noch dazu, das wird es dann schon langsam machen. Ja, bei der Zeugung geht schon, der Papa weiß nicht, ob er kann. Die Mama ist nicht sicher gewesen, sobald der richtige Zeitpunkt ist. Ja, wenn die deine Eltern planen, kommst du schon in vorgegebene Bahnen. Oder wenn es einfach halt passiert, freut man sich auch, dass man sich rührt. Manche Eltern können es kaum erwarten, Kappelstube, Kindergarten, mit 6 in die Schule, dann näher lernen, ihr sollt aus dir was werden. Lehrberuf oder studieren, das muss man jetzt erst ausprobieren. Rennst du mit einem weißen Kittel, dann hast du gewiss einen Doktortitel. Du heiratst nachher und bist fleißig, kriegst selber kleine Hosenscheiße. Und wie man es weiß, geht auch und schau, geht ihr Verfahrenstheater an. Du wirst schon langsam grau und alt, bis schließlich dann der Vorhang fällt. Braucht ihr einen bösen Berater, weil der Bestatter schließt das Theater. Ich bin der einzige Kabarettist, der über Sterben auch redet. Ich sage, ich über Sterben musst reden, solange du lebst, wenn du mit gestorben bist, kannst du gar nichts mehr. Dafür furcht auf einen Werbespruch gemacht. Fahr nicht fort, stirb ich wohl. Warum schaust du dich so an? Nein, für Bashing, Bashing, die sind sie auch immer. Fahr nicht fort, kauf ich Wurst oder wie sonst du wenn ich sage zu seinem Freund, sagt er, was tust du denn in der Früh? Sagt er, früh tue ich Zeitung lesen.
Ich glaube, und was liest da? Da sagt er, weißt du, lese ich mal die ganzen Totenanzeigen. Und wenn ich nicht dabei bin, dann sterbe. Das ist praktisch, wirklich was. Sonst wollten sie vorige Woche einen exhumieren. Haben sie Sorgbücke nicht aufgebaut, die sind zu alt da drin. Ein einziger Schweiberl in den Friedhof umeinander, kommt der Friedhofswärter und sagt, der Friedhofswärter, wo ist denn das Grab Nummer 327? Er sagt, was kreist denn aus, wenn du da nicht heimfällst? So ist ein Bläser, aber das wird nicht. Unser Leichenbestatter, der ist zu mir gekommen und hat gesagt, warte, machen wir mal einen gescheiten Werbespruch. Die Leute lassen sich schon in die Nachbarnote kommen, nicht weil es ein wenig billiger ist. Nicht? Und unser Leichenfahrer, der heißt Hofstieder. Da haben wir einen gescheiten Werbespruch gemacht. Der hat dann hinten auf seinen Leichenwagen umgestellt. Früher oder später fährt er jeder mit Hofstieder. Hör mal auf und sterben. Einer ist einmal gestorben, der ist nie in die Kirche gegangen. Der Pfarrer hat ihm eine schöne Mist gemacht, schöne Predigt, aber am Schluss hat er gesagt, aber ein guter Kirchgeher ist unser Verstorbener nicht gewesen. Jetzt ist einer für die vier Leichenträger aufgeschaut und hat gesagt, und wenn ich mir nicht reingezahlt hätte, war ich auch nicht da. So, dann sehen wir noch was und dann lassen wir das so schon langsam ausgehen, weil wir jasen muss ich auch noch. Ja, einen schönen alten deutschen Schlager vielleicht. Die meisten können sich noch ein bisschen erinnern. Text habe ich ein bisschen geändert. Gestern Abend, es war schon spät, da ging ich in eine Diskothek und da stand sie an der Bar. Schön wie sie war, zwei Zentner schwer. Nur das eine, das war fatal, denn das war ja gerade Damenwahl. Und dann kam sie auf mich zu und packte mich mit ihren Pranken. Und dann beim Tanzen umarmte ich sie und mein Kopf reicht ihr fast bis zum Knie. Und ich hatte dabei fast immer nur einen Gedanken. Wenn die nach vorn fällt. Wenn die nach vorn fällt. Na, 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 na. Oh, oh, na, na, ich hab mir jetzt gar nicht angeschaut. Na, na, na. Dann beim Tanzen umarmte ich sie und mein Kopf reicht ihr fast bis zum Knie. Und ich hatte dabei fast immer nur einen Gedanken. Wenn die nach vorne, dann bist du weg, wenn die nach vorne. Bleibt nur ein ganz kleiner Fleck. Wenn die nach vorne, brauchst du heute nichts mehr zu essen. Wenn die nach vorne, dann bist du hin, wenn die nach vorne. Ist nicht mehr viel drin, wenn die nach vorne. Kannst du den Abend total vergessen. Na, 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 na. Oh, oh, na, 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 na. Oh, 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 bitte nicht stolpern, Mädel. So, ja. Super. Das ist ein schönes Jahr für mich zu Ende. Vielleicht weiß ich nicht, wie ausgegangen ist. Ja, ich habe mich befasst mit unserer Sprache. Ich habe über alte Ausdrücke Gedichte gemacht, über die Bifki und dann, habe ich gemacht über unsere schöne englische Sprache. Wir reden heute 4-5% Englisch, ohne dass uns auffällt. Und ich habe versucht, ein heiteres Gedicht zu machen. Passt mir nochmal auf, 2 Minuten. Ich habe stufft die Englischstunde auf Deutsch. Second Legend. Hi Fans! So begrüßen heute bei einem Fest die jungen Leute. Und ich möchte euch da animieren, das Englisch mit kommunizieren.
Wir haben auseinandergesetzt, du bin fies umeinander gewitzt. Ein Stolz, dass ich als Furcht auf bin und durch, wenn es geht, einfach nicht ich. Du kann man sich dem nicht entziehen, man legt ja nur schon fast in die Wirren. So Ausdrücke, die man dir gehört, sind Englisch und der Sprache verkehrt. Ja, Stock, grüß Gott, was Zeit, hallo. Bist nicht mehr glücklich, nicht mehr froh. Mich ist nur mehr high und happy. Es gibt keinen Karl und keinen Peppi. Nur mehr einen Charlie und einen Joe. Und heutzutage ist es so, der ist ja was traut, der hat ein Bauer, der Soft ist über ein Schauer. Und Kinder nehmen nur mehr Kids, wie der kleine Garson, fast ein Witz. Ja, die Computersprache ist schwer. Hardware, Software und noch mehr. Ein internetlicher User und ein Verlierertyp, ein Loser. Homepage, Online und Provider, ein Info-Hotline hilft dir weiter. Suchst was im Internet, was de, dann www.at. Da gehen wir weiter in deinem Prime. Willst in sein, darfst nicht hinten bleiben. Buchst heute einen Urlaub, musst ja chatten, das hilft mir bei den Interneten. Ein Scheiße für all inklusiv, dann ist doch gratis jetzt gesehen. Die Werbung sagt, ihr brauchst uns nichts, wir mega Giga XXX. Wenn's gekommen bist, ja dann vertrauf, Klostergeist, Melissenfrau. Ein kleines Geschäft, ein Shop, die Chefin hat einen Fulltime-Job. Wenn's Outfit passt, dann bist gestylt und in einem Nightclub bist begeilt. Gibt's Neuigkeiten, sind das News? So Orangenschachtel ist der Juice, Finanzen machst mit Telebanking und Schnurspringer heißt Bungee-Jumping. Beim ORF, das was man stiert, das meiste Englisch ankündigt. Ja, ja, die gängen mit der Zeit, die Nachrichten sind Newsflash-Art und in der Primetime zeigen sie auf die Nacht, wie man super Talk schon macht. Basketball beherrschen voll und ganz, die Welser Tigers und die Gmundner Swans. Beim Eishockey sind da die Kings, die Vienna Caps und die Black Wings. Und eins finde ich auch super geil, die Bundesliga T-Mobile. Beim Casting zu Starmania kreieren sie einen neuen Superstar. Du bist ins Aussteigen schon verwickelt, holst du dir zurück beim Friendship-Ticket. Bist selber da, bist live dabei und bist in Hochstimme, bist high. Schreibst du einen Hit, bist in die Charts. Für jeden Schatz gibt es heute schon Katz. Ein Sessellift nimmt einen Shuttle, ein Gruft ist ein alter Tattel. Ein Nobody ist den, der man kennt, und das steiles Festler-Event. Kids und Teenies gehen ohne Fatis auf Flirt-Tattoo-Mundleib-Partys. Im Nightlife Hosen sind nicht rar, wenn's dreist bist, gehörst du die Bar. Im Freien muss ein Festl her, das nennt mich jetzt noch mehr. Karibien, Night, Extreme, Stone Age, Clapping, Springfield und Let's Fats, Spill Out, Explosion, Girls and Fashion, Beach Mania und Summer Splash. Fun and Action gibt's dann ab an Schneefestels Romania. Mit Carving, Boarding, Opening, beim Water Splash im Wasserling muss auch den Hochberghaus wird lohn für sein High Moon am Kasberg drum. Wenn du dein Comeback schaffst, bist du Winner. Happy bei einem Candlelight drinnen? Hast du ja gespürt, dieser Feeling? Kann man gleich zwei auf die Welt haben, Feeling? Kriegt jetzt und mehr die Hälfte nachher, sie müssen 50-50 machen. Im Tennis ist er so zu set, bis in den Flieger sitzt im Jet und Snurdy Walking finde ich schön, lernst mit den Stecken, wie das geht. Wir brauchen keinen Kreisler mehr, so denkt er, wir können doch alles im Jobcenter. Dort treffen wir hin, dann da relaxen, refreshen uns beim Bodyhexen und kannst dich dort gewissermaßen für ein geiles Outfit liften lassen. Wellness Center für Geist und Darm, willst schön werden, gehörst die Beauty Farm. Liegt dort die Bayerin in der Wand, bezeichnet man es auch Englisch dann. Das finde ich geil, das finde ich cool, ein paar Girl im Whirlpool. Ja, heutzutage, da ist es so, ich brauch keinen Charlie und keinen Joe, ich bleib ein Klau und ein Peppi, dann tue ich fünf Leute happy. Trag bei zum Englischen mein Teil. It's mega feeling, mega geil. Wenn's Englisch lernen, rate ich euch, dann bleibt's bei uns in Österreich.